Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Und ich bin schon mal vorgelaufen in die namenlose Stadt, und zwar hier zum Obelisken. Hab mich hier ein bisschen durchgeschnetzelt, den Weg kannten wir ja, und ich will jetzt heute zum Start in eine neue Woche den Archivar besuchen. Das steht auf jeden Fall aus, da haben wir es, die Archive. Geile Geschichte, Leute, wartet mal, ich nehme hier mal, ich habe extra keinen Begleiter dabei. Und wenn ich es richtig weiß, soll hier irgendwo, soll hier noch Emotes liegen. Leute, auf eure Kommentare gehe ich gleich wieder drauf ein. Ich bin jetzt hier bloß ein bisschen so am gucken, dass das ein bisschen zügiger geht. Bevor wir uns dann auf eure Kommentare und so weiter stürzen, was wir immer so machen, wenn es bei mir eine neue Aufnahmesession ist. Kommt, lasst uns da reingehen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. So, gleich mal rein da jetzt. Achtung. Hallo. Okay, krass. Da sind wir endlich bei... Oh, eben dachte ich, da stehen welche. Boah. Gut, die Verderbnis nimmt zu. Das ist jetzt aber erstmal wurscht. Wir haben ja eine Tänzerin. Die tanzt das wieder weg. Ich weiß halt nicht, ob hier drin Gegner sind oder so. Da ist er. Der Archivar. Leute, da ist er. Oh, mega gut, Leute. Mega gut. Da ist er, der Herr Archivar. So, dann gucken wir uns jetzt hier erstmal an. Die Machtfragmente habe ich dabei. Jawohl, cool. So, was ist das hier? Hier können wir gar nichts machen, okay. Oh, das ist die Karte hier, ne? Oh, stark, Leute. Oh, mega cool. Mega cool. Guck mal. Das ist die namenlose Stadt hier, ne? Geil. Oh, richtig gut. Richtig gut. So, kann ich hier was machen? Nee. Komm, lass uns gleich mal zum Archivar gehen. Hallo, wo ist denn bei dir vorne und wo ist hinten? Das scheint mir vorne zu sein. Komm, wir stecken auch die Waffe weg. Do not be afraid, bonded one. I am just a shadow. A whisper of what once was. Before the fall, when this kingdom raised knighted pillars of black stone to the sky, I was called the Archivist. Sehr cool. Kartograf lernen, Leute. Das machen wir jetzt gleich zuerst. Gelernt Kartograf. Have you come to seek a way free of the bonding bracelet, human? There is only one chance, and a very slim one at that. You must assemble the items of power that were present at its creation. The diadem of the giant kings, the mask of the witch queen, the tears of two races, the star of the champion, the heart of the sands, the shining trapezohedron, and the serpent ring of Set. I fear I set you an impossible quest, human. Alles klar. So, kaufen Erinnerung an Öle für 5 Machtfragmente. Every new learning is a new beginning. Remember that. Alles klar. Ich danke dir vielmals. So, Leute, jetzt will ich mich aber hier nochmal ein bisschen umgucken. Also kann ich... Ne, hier. Du hast die dunkle Bibliothek betreten. Schriftrolle mit Gifters. Skelos Rüstung. Du brauchst ein Machtfragment. Ach, haben wir die jetzt... Ach, krass, guck mal. Mehr? Info. Benutzen? Schriftrolle mit Gift behandelte Pike. Und Schriftrolle. Skelos Rüstung, ein dünnes... Ach, krass, wir haben Skelos Rüstung gelernt. Alles klar, hier kann man also die Machtfragmente einlösen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, Leute, nachdem wir das jetzt haben, muss ich euch natürlich erstmal richtig begrüßen, ne? Wie immer, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen lieben und netten Kommentare, die ihr reingeballert habt die vergangene Woche. Das sowas freut mich tierisch. Und ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es macht momentan tierisch Spaß. Es ist so geil, dass ihr hier alle reinschaut und Daumen da lasst und eure Tipps da lasst und so weiter. Und um Gottes Willen, es braucht keine Angst haben, dass er mir irgendwie auf die Nerven geht, das möchte ich explizit sagen. Es geht mir keiner auf die Nerven, wenn er hier Tipps gibt, und es kommt auch keiner klugscheißerisch rüber, Leute. Das ist alles, ich freue mich da tierisch, wenn ihr so Conan Exiles
versiert seid und hier helfen könnt. Und ich sehe das ja auch immer so ein kleines bisschen auch für andere, die vielleicht hier zufällig über den Kanal stolpern, dieses Let's Play gucken, selbst erst Anfänger in dem Spiel sind und dann sich vielleicht in Kommentare durchlesen und sowas. Es hat ja jeder einen Mehrwert davon. Und deswegen bin ich da echt dankbar, dass ihr hier fleißig alle so kommentiert und vor allen Dingen, dass ihr hier auf den Kanal gestoßen seid und auch dabei geblieben seid. Freut mich tierisch. Gut, Leute, also das war jetzt so das, was ich jetzt zu Beginn der Folge machen wollte. Ich wollte zum Archivar, das war auch das Einzige, denn ich würde jetzt gerne wieder nach draußen gehen und würde zurück in die Base gehen und da ein bisschen bauen mit euch heute in der Folge, und zwar am Turm. So, wenn ich hier wieder den Ausgang finde. Wo sind wir denn rausgekommen? Ach, hier. Das war so der Plan. Den Kartenraum holen und dann zu Hause ein kleines bisschen bauen. So. Aber was ich vorhin meinte mit diesen Geschichten, mit Emotes. Ihr habt mir einen Tipp gegeben, dass es, und das kam ja erst vor kurzem mit einem Update, dass es neue Emotes für die Begleiter gibt. Und das habe ich zu Hause mal probiert, möchte ich euch zeigen. Und angeblich würde ich hier ein Emote liegen. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, wo. Ich habe übrigens auch vielen lieben Dank für die Tipps in der letzten, ja, wo wir im Dschungel unterwegs waren. Da habe ich wohl auch ein Emote liegen lassen. Hole ich aber natürlich noch, ne? Was ich irgendwie verpasse, ich notiere mir das und dann laufe ich da oder beziehungsweise reite da auch mal offscreen hin und hole den Krams ran und zeige euch das natürlich dann in der Folge entsprechend, beziehungsweise wir reden drüber. So, hier sehe ich aber jetzt gar nichts, was hier irgendwie rumliegt. So, Leute, und jetzt will ich hier erstmal raus. Passt auf. Denn ihr habt gesagt... Oh. Ja, was machst du denn? Johnny, Boy. Ja, du kannst auch mal ausweichen, Junge. Du musst dir nicht alles einstecken hier. Und du könntest auch mal dein Schild nehmen. Was hast du denn dabei? Junge, Junge, Junge. Alles muss man dir sagen. So, nämlich, als wir das letzte Mal in der Stadt waren, hatte die den Hinweis gegeben, dass wir... Block doch. Der hatte was einstecken hier, ne? Alles klar. So, da hattet ihr auf jeden Fall gesagt, zu dem Typ da vorne, wo ich mich so ein bisschen, wo ich ein bisschen Schiss hatte, zu dem kann man auch gehen. Und wo wir schon mal hier sind, versteht ihr? Gucken wir uns das natürlich gleich an. Blocken, blocken. Moment. So, und wie rum kamen wir denn zu dem? Oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch die Wandkohlepfannen einstecken. Zeige ich euch dann gleich, warum, wenn wir zu Hause sind. So, ihn da drüben, ne? Da drüben müsste der sein. Komm, lasst uns da mal fix hin. Mann, so viele Gegner sind hier auf dem Weg nicht mehr. Hoffe ich. Wenn ich nicht gerade wieder volle Lotte irgendwo reinlatsch. Wofür ich ja durchaus bekannt bin. Blocken ist nicht so dein Ding, Johnny, ne? Magst du nicht so gerade. Gut. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. So, und dann gehen wir mal da vorne zu dem Typen und gucken mal, was der so hat. Vielleicht hat der ja auch was für uns. Ah, der sieht auch aus wie der Archivar, ne? Jetzt, wo ich sehe. So. Pass auf. Wo wir schon mal hier sind. Was ich sag. Hallo, Meister. Oh, du siehst aber... Wer bist du denn? Kriegstreiber Kyle. I smell you, human. The stench of your kind has not improved throughout the eons. Okay. Ashes and dust, human. Ashes and dust. All that remains of what we once were. An echo of an echo. In my mind, I still walk the streets of our city. The iron scent of blood as I pass the temple of the old serpent. The thrumming power in my veins as I chant the ritual of summoning. The intoxication and ecstasy of knowledge.
ashes and dust. Okay. The ages turn, human. Du bist ja schon auch ein bisschen hässlich, ne? Muss man ja so sagen. Sehr cool. Okay, also bei ihm können wir nichts abschrauben, aber dafür haben wir mit ihm mal gequatscht. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, ich mache mich zurück auf den Heimweg. Muss ich euch ja jetzt nicht mitnehmen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ich gucke, dass ich hier schnellstmöglich rauskomme. Also dieses Gebrülle hier macht mich wahnsinnig. Ich gucke, dass ich hier schnellstmöglich rauskomme und dann sehen wir uns. Oh, da oben steht auch einer. Guck mal, da oben waren wir auch noch nicht, glaube ich, oder? Gott, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Das ist irre. Ja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, wir sehen uns gleich zu Hause. Ich mache einen kleinen Schnitt, Leute. So, ich habe euch ein paar Meter vor der Base abgeholt. Die letzten Meter gehen wir zusammen. Und ja, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte gerne mit euch ein bisschen bauen. Sag mal, habe ich mich verlaufen? Nee, wir müssen da hoch, ne? Gottes Willen. Von der Seite bin ich schon lange nicht mehr gekommen. Ja, hier ist unser Türmchen. Sehr, sehr cool. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, Leute. Und möchte euch aber vorher ein paar Sachen zeigen. Und zwar jetzt, ja, kommen wir mit Johnny erstmal kurz zu Hause an und legen mal alles ab. Was er aktuell nicht braucht, weil es wird jetzt... Nee, leg das mal. Das legst du mal ab und... Das legst du mal ab und das kannst du mal ablegen und das ebenfalls und die Tränke. Ah, die behältst du mal besser. Du fällst dir sowieso wieder überall runter. So, dann kommt das hier rüber. Weil Ordnung ist das halbe Leben, auch in Spielen. Ne? Das ist so meine Devise. So, für die Damen. Das kannst du... Ja komm, die, oh, die müssen wir aber auch echt mal reparieren, ne? Sehe ich eben gerade, das könnten wir eigentlich gleich mal unten reinlegen. So, dann nimmst du mal deine... Haben wir hier irgendwo noch schöne Schuhe? Nö. Was mache ich denn? Sag mal, spielen verlernt oder was? So, die rüber. Und Johnnys Bauhose natürlich. Zack. Hoppla. So, dann ziehen wir die einmal an. Ausrüsten. Und dann ziehen wir einmal die Stiefel dazu an. Wie sieht denn das aus? Ja, das macht was her. So. Johnny. Die legst du mal in die Rüstungsmacher-Werkbank. Weil ich denke, da können wir die reparieren, bevor wir wieder losziehen. Und dann schauen wir uns jetzt erstmal um. Ihr seht es schon hier draußen, Leute. Hier, ich habe den Emotes verpasst. Guck mal, die stehen jetzt hier rum und unterhalten sich. Ist das mega gut? Das sieht so aus, als würden die sich wirklich unterhalten. Das ist richtig, richtig gut. Und zwar kann man das hier über das Menü machen. Bei Verhalten und dann hier Emotes kann man hier verschiedene Sachen einstellen. Emote wählen. Ihr könnt hier Gespräch, also ich zeige das den Leuten jetzt natürlich, die das noch, selbst noch nicht wussten. Auf Rücken schlafen, unterwürfig, setzen, tanzen. Und das Coole ist, man kann jetzt sogar die Tänzerin hier hinstellen. Und die unterhält sich mit, ne? Die muss jetzt nicht zwingend mehr tanzen, weil das war ein bisschen nervig. Jedes Mal, wenn man die hingestellt hat, hat die angefangen zu tanzen. Und ihn hier habe ich mal hier hingesetzt. Und er sitzt hier im Feuer, hört hier lauschig zu und so weiter. Richtig gut. Richtig gut. Da drüben sitzt noch einer. Richtig, richtig nice. Er ist so ein bisschen so der Außenseiter. Ich habe ein Paket auf dem Rücken. Ihr nervt mich. Geht weg. Und hier erzählt natürlich ein Bartu von seinen Abenteuern, die er mit uns erlebt hat, ne? Ist klar. Okay, Leute, was habe ich noch gemacht? Ich war so ein bisschen fleißig und habe einfach mal so ein, ja, war mal wieder farmen, ein kleines bisschen. Und habe da oben, na, das seht ihr nachher am besten. Na komm, wir gehen gleich hoch. Wir gehen gleich hoch. Hab da oben mal unser altes Haus abgebaut, komplett. Weil ich brauchte Material und da habe ich mir gedacht, oh, warum jetzt schon wieder farmen gehen? Gerade für Holz und, Stein. Und dann habe ich hier drüben mal, hier sehen wir es nicht, hier stand's, da drüben, ne? Habe ich mal alles abgebaut. Und da haben wir jetzt ordentlich Holz und Stein wieder rausbekommen, das war richtig nice. Und was ich auch noch gemacht habe, ist mal unseren Panther hier reinpacken. Ihr seht's, der ist schon fast durchgelaufen. Und auch unser Schiefernrücken, da muss ich mal gucken. Ich lasse den mal so lange hier drin, bis ich weiß, wo wir ihn hinstellen. Da hinten liegt er. Hier, richtig gut. Und chillt. Ja, das habe ich gemacht. Dann kam der Hinweis von euch, diese Kriegsbemalung, das kann man auch seinen NPCs geben. Und die kann man auch wieder wegwaschen, ne? Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich die überall finde. Da muss ich mir vielleicht mal ein paar Sachen holen und dann können wir uns da verschiedene Kriegsbemalungen machen. Weil gut aussehen tut es auf jeden Fall, finde ich, ne? Kann man auch mal hier so rumlaufen. So, und dann habe ich da drüben versucht,
unseren Stall. Warum steht denn das Pferd jetzt wieder da draußen? Das hatte ich eigentlich reingestellt, nachdem ich zurück war vom Farm. Ja, da habe ich oben versucht, unser Dach fertig zu bauen. Und ja, das mit dem Spitzdach hat nicht so funktioniert. Und dann habe ich es anders gemacht. Dann habe ich oben nochmal so eine Reihe Sandstein draufgepackt und außenrum einen Zaun. Und ich denke, das ist so auch schick. Ne? Da können wir oben vielleicht noch ein bisschen beleuchten und so weiter. Dann sieht das gut aus. So. Ja, war klar. So, unser Tor, da brauchen wir natürlich noch ein paar Bogenschützen. Also die werde ich als nächstes ranholen in unsere Räder, die wir überall stehen haben. An den Rädern war ich jetzt nur mal im Norden, um zu gucken, wie weit die sind. Da bin ich mal fix hingeritten. Und da ist es dann auch demnächst soweit. Also sehen wir auf jeden Fall die Woche, denke ich, sehen wir die Räder definitiv. So, pass auf. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, woran es lag. Und zwar der Tipp, den ihr mir schon lange so oft gegeben habt. Wenn du das so machst, Kalle, kann es passieren, dass die wegbacken. Also machen wir es so. Zack. Sehr schön. So, dann habe ich hier auch ein bisschen umgebaut. Hier ist jetzt eine Rampe. Und ich habe die Treppe hier weggebaut, weil die so mit der Treppe ein bisschen kollidiert ist. Und ich brauche ja hier eigentlich keine Treppe, um in den Stall zu kommen. Ne? Deswegen, also da kann man jetzt schön rein und raus. Das passt. Hervorragend. Gut, Leute. Dann war sonst noch irgendwas Neues? Nö, mehr gab es eigentlich nicht. Ich habe Material vorbereitet, sodass wir jetzt ein bisschen bauen können. Es kam ein Kommentar von jemandem, der gerne gesehen hätte, wie ich den Fahrstuhl hier reingepackt habe. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ihr habt ja dieses Dilemma mitbekommen, dass es hier teilweise, dass ich hier nicht zubauen konnte, ne, weil halt einfach die Unterstützung gefehlt hat. Daraufhin habe ich diese Säule hier einfach mal reingepackt und dann konnte ich oben zubauen. Ich habe eigentlich vor, diese Säule wegzunehmen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das dann oben hält. Deswegen traue ich mich dann noch nicht so wirklich, weil ihr seht ja, die Säule passt hier überhaupt nicht rein. Ne? Die steht auch mitten im Weg. Über kurz oder lang muss sie weg. Aber ich habe mich noch nicht getraut. Und als ich dann hier oben zubauen konnte, hat dann hier auch der Fahrstuhl gesnappt. Ne? Also das lag auch, warum der Fahrstuhl da nicht gesnappt hat, lag halt auch tatsächlich daran, dass halt keine Unterstützung da war. Und ich halt eben schon hier die Teile nicht bauen konnte. Also konnte der Fahrstuhl eben auch nirgends ran. Und wie ich das behoben hatte, wie ich die Säule hingebaut habe, konnte oben zubauen, war auch der Fahrstuhl dann entsprechend da. Gut, allerdings haben wir jetzt folgende Problematik, dass ich nicht weiß, wie kommen wir eigentlich den einen Stock noch höher. Weil wir müssen hier ja noch einen Stock oben drauf. Und hier bin ich echt im Überlegen, ob wir hier, ob wir das mit einer Treppe realisieren. Könnten wir hier, aber das wird halt nicht funktionieren. Naja, okay, wir gucken mal, Leute. Wir bauen jetzt erstmal. Ihr seht, ich habe hier Materialien vorbereitet. Die nehmen wir jetzt mal rüber. Zack. Was mache ich denn? Zack. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir hier zubauen. Erstmal. Also es wird jetzt nicht ganz reichen, aber... So, hier hatten wir dann wieder die Geraden. Hier kommen dann wieder die hin. Und da müssen wir natürlich schauen, wie bauen wir hier zu, ne? Zack, das passt. Da waren auch die Dreiecke. So, hier unten hatten wir Dreiecke. So, und jetzt ist die Frage. Pass mal auf. Hier hätte ich gerne die Teile noch drauf. So, aber nee, nach außen, andere Richtung hätte ich gerne. So. Weil das will ich dann auch richtig cool beleuchten. So. Genau. In Ordnung. So. Ich bin echt am Überlegen. Hallo, Jaguar. Sag mal, hast du eigentlich was zu fressen? Bist du an den Futterdings Ja, bist du. Gut, alles klar. Na, du brauchst auch noch lecker Fleisch, ne? Komm, ich leg dir das mal rüber. Du magst es gar nicht. Naja, dann frisst du halt Honig. Was wird denn sein?
Gut, dann haben wir das hier so. Und hier. Ja, dann haben wir hier auch. Zack. Ja, zack. Hier müssten wir dann wieder die haben. Wenn wir hier, hier haben wir dann wieder die. Ja, und hier hatten wir auch das. Und dann hier wieder die. Okay. So gut, so schlecht. Ne, so weit, so schlecht. So wollte ich sagen. Pass mal auf. Jetzt habe ich hier noch eine Idee. Das sollte gehen. Wenn wir hier, guck mal, dann könnten wir hier noch wieder so eine indirekte Beleuchtung hinmachen. Die Frage ist, würde das, das würde hier auch gehen. Mega gut. Dann hätten wir hier noch, oh, das wird schön. Oder wir stellen hier natürlich so jeweils eine Tänzerin ins Eck. Das würde auch gehen. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, aber die könnten wir hier lösen, glaube ich. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Passt mal auf. Was kosten mich denn diese Sturmglas-Treppen? Kann ich da überhaupt Treppen bauen? Das sind diese Schrägfenster. Da habe ich auch schon überlegt, wie wir die noch implementieren könnten, aber da fällt mir noch nicht wirklich was ein. Vielleicht oben am Dach dann. Da, wo der Kartenraum hin soll. Aber wir haben hier Ziegeltreppen. Gibt es von diesen Sturmglas-Dingern keine Treppen? Treibguttreppe? Scheint nicht so, ne? Nicht wirklich. Auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht. Pass mal auf. Was mache ich denn? Ich verdrück mich hier die ganze Zeit. Und zwar hier. Treppen. Doch, Sturmglastreppe. Da muss ich das hier, die hier lernen. Treppenbaumeister. Und jetzt habe ich... Ja, cool. Das hatte ich einfach nur nicht freigeschalten. So, warte mal. Wenn wir die jetzt noch bauen könnten, wäre das mega. Weil dann könnte ich das gleich ausprobieren, ob das so hinhaut, wie ich das vorhabe. Da müssen die... Ah. Brauchen wir auch gehärtete ziegelgeformtes Holz, Stahlverstärkung. Ah, ich habe keine Ziegel mehr. Aber ich habe unten reingepackt, Leute. Lasst mal nach unten gehen, lasst uns da mal ab. Weil dann würde ich, Achtung, mein Plan, ich erkläre es euch jetzt mal, würde hier eine Treppe runter machen, so bis hierhin. Dann würde die nicht so im Weg stehen und wir würden hoch in den Kartenraum kommen, in den späteren, ne? Apropos Kartenraum. Da muss ich auch mal gucken, was der jetzt kostet, weil, ja, ich war auch nochmal Gold farmen, ein kleines bisschen, und habe uns hier, guckt mal, hier läuft es schon durch, 129 haben wir jetzt insgesamt. Dieses, wie heißt es, alchemistische Grundsubstanz. Also, das läuft. Und jetzt will ich mal gucken, Kartenraum. Wo baue ich den denn? Baue ich den hier? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich hier nochmal gucken? Talente? Nee, hier. Gucken hier mal durch. Oder ich muss den auch noch... Naja, wir haben den ja gelernt, ne? Aber wir können ja trotzdem bei Talenten gucken. So, der heißt, glaube ich, Kartenraum. Na gut, das wird er jetzt nicht finden. War klar. Doch, da ist er. Kartenraum. Handgemacht. Eine Karte des Alten Reiches der Riesenkönige. Handgemacht, also muss der hier sein. Dann muss der hier zu bauen sein, wenn der handgemacht steht, wenn ich's, oder? Sonst würde ja die Dings dabei stehen, die Werkbank, an dem man es baut. So, lasst mal hier langsamer durchscrollen. Manchmal bin ich ja da auch immer einfach ein bisschen hektisch unterwegs. Und dann können wir gleich mal gucken, was das... Ah, da ist er, Leute. Tatsache. Verderbter Stein brauchen wir da, 300. 112 alchemistische Grundsubstanz, das haben wir. Kristall ist kein Problem und Eisenverstärkung ist auch kein Problem. Okay, aber verderbter Stein. Und das meine ich, war doch eben... Lass mich da nochmal reingucken. War doch in der Alchemie-Werkbank. Verderbter Stein.
ist er doch. Dafür brauche ich Stein, Wundsigerät und Dämonenblut. Da guck hin. Dämonenblut haben wir. Stein haben wir sowieso. Und Wundsekret, habe ich das jetzt alles verballert? Shit, ich dachte, ich brauche das vielleicht nur dafür. Achso, da ist jetzt so viel drin. Gib mal die Samen raus. Ach nee, das Wundsekret liegt auch hier drin. Ach, geil, Leute. Nimm das mal raus. Leuchtende Essenz. Komm, nimm das mal raus. Ich krieg den Kram da rein. Stein. Und Wundsequel. So, wie viel kann ich denn von denen machen? Ich kann da schon 163 machen mit dem, was wir jetzt haben. Ja, komm. Stell her. Dann gibst du mir das mal. Mega gut, Leute. Ein von der Verderbnis beseelter Stein. Ja, krass. So, ich mache jetzt hier gerade mal ein bisschen Platz. Dass die Dinger hier auch reinkommen. Hoppla. Ach, cool, Leute. Guck mal, hier haben wir auch Metall. 15 Stück. Die Sachen schmeiße ich jetzt einfach mal da vorne in die Kochgeschichte. So, aber ich wollte ja was eigentlich ganz anderes. Ne? Ich habe mich schon wieder voll ablenken lassen. Und zwar wollte ich schauen nach... Ach nee, ich habe schon alle... Nee, warte mal. Halt, stopp. Habe ich die schon alle verballert? Nee, hier sind noch gehärtete Ziegel. Stahlverstärkung sollte er eigentlich herstellen. Haben wir noch 35. Und was war das andere noch? Was brauchen wir noch? Ach genau, geformtes Holz. Oh, da könnte es jetzt eng werden. Nee, hier haben wir noch. Zack. Du bist überlastet, das macht nix. Im Übrigen kam auch der Hinweis, vielen lieben Dank dafür, fällt mir eben ein. Also ihr merkt es, mir fallen dann immer gewisse Sachen so beim Spielen wieder ein, was ihr auch kommentiert habt. Und zwar, dass man hier im Kommentar nach Gewicht, ihr seht oben sortiert nach Gewicht absteigend. Vielen lieben Dank für den Tipp. Das habe ich mir auch, ja, das war cool, habe ich die ganze Zeit schon gedacht. Naja, man könnte, es wäre cool, wenn man sortieren könnte nach Gewicht. Und es geht ja tatsächlich, ne? Also. So, pass auf, das darüber, das darüber. Also ich brauch's doch, warum lässt denn das jetzt? Das mit der Treppe will ich auf jeden Fall noch machen. So, hier. Ich mach mal 1, 2, aber hier gibt's auch noch mit Geländer. 1, 2. Im Notfall bauen wir es halt wieder auseinander, ne? Ja, kein Ding. Boah, das braucht schon ordentlich Material, ne? Was wir hier treiben. Junge, Junge. So, passt mal auf. Jetzt bin ich gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das hier vorstelle. Ja, ja, ja. Da war es doch eben. Ah ja. So wäre das ziemlich geil und da passt der Kartenraum doch locker hin. So, und dann können wir aber auch hier... Machen wir das hier auch anders. Weil dann setzen wir hier schon mal keine... Na, jetzt habe ich das beides, okay. Dann setzen wir hier nämlich auch schon mal keine Geschichte hin. Keine Tür hin. Und dann können wir hier auch zumachen. Sowieso falsch hier, ne? Warte mal, das muss... Ja, sitzt falsch rum. Da muss... Das ist die Außenseite, genau. Jetzt sitzt es richtig rum. Okay. So, gucken wir mal. Dann reicht hier auch eine Tür, das ist ja dann wurscht, egal. Ja.
Genau, perfekt. Dann haben wir hier die Tür. Und hier kommen wir hoch in den Kartenraum. Und das stört hier, stört die Treppe auch nicht so krass. Das ist gut, das machen wir so. So, jetzt lass mal gucken, ob wir hier... Jetzt werden wir wieder dieselbe Problematik kriegen, wie schon da unten. Shit. Doch, 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 doch. Ah, zack. Zack. Dann kommt hier wieder ein Viereck hin. Okay, hier. Viereck hin. Oh, komm schon. Das lässt mich jetzt nicht zumachen. Oh, Spiel, Alter. Okay, hier noch hin. Weil ich dachte eigentlich, ne? Eigentlich sollte das jetzt ja durch dieses Ding hier kein Problem sein mit dem Bauen. Mal, da würde das sogar... Was denn, hier lässt mich nicht zubauen, aber hier ist es ja im Prinzip egal, muss ich ehrlich sagen. Weil hier kommt ja dann nichts mehr oben drauf, ne? Zack. 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 Okay, hier muss dann sowieso... Kriegen wir hier noch... Ne, da kriegen wir keins mehr hin. Da muss ja dann eh offen bleiben. Okay, hier würde es gehen. Perfekt. Was halt richtig gut wäre, und ich glaube, das haut sogar richtig gut hin, dass hier der Fahrstuhl dann tatsächlich so ein bisschen versteckt wird. So, hier kommen Dreiecke hin, hier kommen Dreiecke hin, da kommt ein Dreieck hin, das passt. Das triggert mich jetzt hart, dass der hier den nicht, boah, da muss ich mir überlegen, was wir da machen. Da muss ich echt überlegen, was wir da machen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich bereite noch die restlichen Materialien vor. Und wir sehen uns, wir sehen uns zur nächsten Folge, dann machen wir das hier oben fertig, ist doch wohl klar. Wir stehen hier kurz vor der Vollendung. So machen wir das. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit am Start seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.